Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghostwire Tokyo. Wir spielen jetzt die Nebenmission, der vermisste Hund. Mein Hund ist weggelaufen. Er ist mein allerbester Freund. Er ist doch kein gewöhnlicher Hund. Er spricht wie ein Mensch. Er sieht sogar recht menschlich aus. Könnte was mit unseren Unruhestiftern zu tun haben, wenn er uns nicht verarscht. So, der vermisste Hund. 63 Meter diese Richtung. Oh, warte mal, jetzt stelle ich mal noch. Wie läuft denn der? Lässt du den Hund in Ruhe? Hey, was ist mit dir? Der hier wirkt wie ein normaler Hund. Dann lass ihn. Gehen wir. Ach komm, der ist ein bisschen verängstigt. Was ist los mit dir? Hau rein, Kumpel. Ja. Aber auch ein bisschen Liebe. Mach schön langsam. Hey, komm mit. Dir. Oh, tschüss. Ich krieg gleich mal Dauerfeuer hier. So gut. Hier ist es. Besuch. Besuchradius. Was hat er hier für ein Problem? Was bist du? Ich störe Besucher, die von der gewalttätigen Sorte. Halt die Augen auf. Du musst mir helfen. Mein Bruder ist durchgedreht. Er hält mich für einen Hund und hat mich angeleint. Könnte unser vermisster Hund sein. Bitte, mach mich los. Ah, er kommt. Ich fühle es. Wir sollten ihn freilassen. Wir können ihn doch nicht einfach zurückbringen. Absolut. Was macht ihr da mit meinem Hund? Lasst ihn in Ruhe. Die nur alle her. Wir haben wohl keine andere Wahl. Nicht schlecht. Jetzt zu ihm. Zack, 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 rapp. Ja, wir sind schon gut mittlerweile. Hänge? Jetzt hat. Endlich bin ich frei. Ich muss nicht mehr als Hund meines Bruders leben. Okay, beendet. Was für ein Mensch hält seinen Bruder wie einen Hund? Quasi das Gegenteil von dir. Du willst deine Schwester retten? Naja, ich hoffe zumindest, ich bin ein besserer Bruder als der. So, jetzt laufen wir noch schnell an die Straßenecke. War der nicht hier irgendwo? Doch, da vorne, gell? Hey, der stand doch hier. Okay. Dann eben nicht. So, Dalei. Da-da-bi-da-da. Und dann nehmen wir den Punkt auch noch mit. Nehmen wir wenigstens was von diesem Fagatama wieder. Da lang. Das Kodama retten. Oh, Polizisten. Na komm. Ich
immer nicht solche Zicken. Halt, warte, ich muss noch was essen. Oh, ich hab keine Munition. Ja, schon klar. Recht schwer. Leck. So, das sollten alle gewesen sein. Keine mehr übrig. Das war jetzt echt schwer. Nehmen wir seine Kraft an uns. Nun gut. Dann müssten wir jetzt auch 3 Stück haben oder so. Ja, nee, 5 haben wir schon wieder. Perfekt. Voll schlecht. Dadurch, dass wir hier unten schon sind, gehen wir mal zu dem Punkt hin. Blutrünstige Blüten 3. Da sind wir wieder an einem Kirschbaum. So, jetzt muss ich aber wieder ein bisschen Munition sammeln. Ah, guck mal hier. Jupp, merci dir. Alles klar. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Munition? Beste Frau, wo bin ich? So viele Leute. Ich bräuchte jetzt ja mal eine Telefonzelle. Ja, die Mission mag ich jetzt momentan gar nicht, ne? Aber ich würde Geister kriegen dadurch. Ich weiß, aber irgendwas anderes ist da gerade aufgetaucht. Und es spielt nicht in unserem Team.
Ach, da oben ist der Baum. Ja, guck an. Gute Kombis, Kleiner. Da ist der Punkt. Was ist da hin? Na? Autsch. Wieso komme ich da jetzt nicht ran an den Punkt? Telefonzelle, 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 da ist gleich eine. Hm, schwierig. Muss aufs Dach. Ach da. Oh, ja, 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 ja. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Boing. Ich hätte die jetzt eingesammelt. Heldensache ist echt harte Arbeit. Ja, wem sagst du das? Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Na gut. Hätten jetzt auch schon wieder Verderbnis. Nächste Katze auch. Weiter geht's im Programm. Wir brauchen die nächste Mission. Das wird doch langsam überschaubar, das Ganze hier. Schau ich das an, das ist nicht mehr viel. Dann konzentrieren wir uns komplett auf die Hauptstory. Da freue ich mich schon. Oh nein.
Er muss nicht jeden Kampf mitnehmen. Ah, hier ist die Baustelle. Da wollten wir doch noch ins Gebäude reingehen, gell? Wenn ihr euch erinnern könnt. Stimmt, da war was. Ist da KK? Das hoffe ich doch sehr. Ed, noch eins seiner Diktiergeräte. Ich muss mehr über die Lage Shibuyas erfahren. Könntest du dieses kuriose Mondphänomen untersuchen? Ich versichere dir, es ist äußerst wichtig. Dazu brauche ich verschiedene Daten. Du musst Messwerte an mehreren Standorten auslesen. Ich habe die Ausrüstung schon vorbereitet. Im Schließfach hinter dir, 252. Ich zähle auf dich. Wow, der kommandiert gerne rum, was? Ja, das ist Ed. Aber wenn er so darauf besteht, muss es wichtig sein. Schließfach hinter dir. Der blutrote Mond. Das ist uns ja auch schon aufgefallen. Lass uns erstmal das Schließfach ansehen. Ja, ist ja gut. Kombination 252. Wo ist es denn? Ach, da. Bist du denn? Was ist das für ein Teil? Wahrscheinlich so eine Art Messgerät. Schnallst dir einfach an den Arm. Fitness Watch. Jetzt brauchen wir nur noch freie Sicht auf den Mond. Vielleicht auf ein Dach? Hier reicht das schon. Bietet sich an, dieses Gebäude, gell? Und er schickt uns genau dorthin. Heute sieht hoch genug aus. Da müssen wir wohl jetzt drauf. Also man kommt auch automatisch dorthin. Okay. So viele Geister da drin. Erstmal da reinkommen. Hier waren aber auch überall diese Regenschirmtypen. Sind jetzt mittlerweile weg. Ja, ich bräuchte nicht mehr, toll. Ich bräuchte nochmal eine Telefonzelle. Immer wenn man eine braucht, ist keine da, gell? Kurz auf die Karte, wo haben wir denn schnellstmöglich eine Telefonzelle? Müssen wir jetzt mal schnell hinlaufen. Halt, warte mal. Wir waren doch gerade an dem Telefon. Das war da hinten. Da war manchmal richtig durcheinander. So. Fast 90.000. Cool, du bist stärker als je zuvor. Den können wir wegmachen. Vor.
hier nämlich auch noch mit einsammeln. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir da erstmal hochgehen und uns den Mond angucken. Und was messen an drei verschiedenen Punkten. Analysiere den Mond. Ein Vieh macht auch Mist, gell? Ein Haufen Katzen wieder unterwegs. Miau, miau, miau. So viele Leute. Das ist wirklich wahr. Hier, da hocken sie. Miau, miau. Irgendwie müssen wir noch höher kommen. Siehst du was? Sehe ich höchstens. Stimmt, balancieren hier, oder? Das ist auch so ein Ding. Momachi. Da ist unser Kamaitachi. Es bemerkt uns anscheinend nicht mal. Und jetzt los, hinterher, bis es anhält. Warte, bestimmt irgendwo unten dann. Scheiße, entkommen. Wir sollten dorthin zurück, wo wir angefangen haben. Vielleicht ist es ja noch da. Nee, das lassen wir jetzt mal gut sein. Wir gehen jetzt hier hoch. Wir haben einen Auftrag mit dem Mond. Machen wir auf dem Rückweg nochmal. Wegen entkommen, das ist doch gar nicht wahr. Jetzt eigentlich einfach greift. Das verstehe ich auch nicht. Wie komme ich jetzt da oben auf dieses Scheißdach? Na, geht doch. Nicht immer gleich aufregen, sondern einfach mal gucken, vorher, gell? Yeah.
zeig, was du kannst! Ah, keine Geister? Okay. Ah, viel besser. Das waren hoffentlich alle. Da wären wir. Und was jetzt? Benutz das Messgerät. Richte es auf den Mond. Ja, war's da schon? Ja, wie soll ich das Messgerät jetzt nutzen? Ganz kurz, Datenbank. Wo haben wir das denn? Das ist eigentlich bloß hier das Tutorial, gell? Genau, mit KK. Opfergabe. Wo haben wir denn hier die Geschichte mit dem Ad? Wenn man wüsste, wie das jetzt chronologisch aufgebaut wäre, gell? Schlüsselgegenstände, warte mal, da müsst ihr doch mit dabei sein. Auch nicht. Aufnahmen haben wir nix. Sind nur die Gegenstände, die wir gefunden haben. Da könnte man jetzt ein bisschen was basteln, aber da will ich gerne noch sparen. So, wie kann ich jetzt da dieses... Ach, hier. Richte das Gerät auf den Mond, um ihn zu analysieren. Ed hat mir auch mal so ein Gerät gebaut. Zur Beobachtung von Tenge. Deswegen habe ich da so eine Ahnung. Beobachtung von Tenge? Okay, das sollte klappen. Und weiter geht's. Oh. Wo sollen wir jetzt hin? Oh, 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 oh. Oh, wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Sieht ziemlich hoch aus. Lass uns raus. Ja, warte mal, hör doch mal auf hier. Es ist doch nicht wahr. Jetzt steht der Feind vor einem und er guckt nur nach oben. Das ist ja wohl nicht wahr und ich konnte nichts machen. Ah, herrlich. So, jetzt sind wir hier. Wie komme ich jetzt da am Geschick hoch? Da ist doch so ein Flattermann. Ah, ihr hört das auch, ne? Komm ich da nicht einfach hoch? Man sieht den auch nicht.
Na gut, dann schauen wir mal weiter. Komm ich nicht neu. Nicht nehmen. Gut. Noch 45 Meter nach oben. Jetzt raus mit ihm. Gehen wir davon aus, dass wir so mindestens 100.000 Geister auf jeden Fall sammeln. So die Hälfte. Sieh mal hoch. Warte mal. Sind wir schon da? Jetzt für eine Macke gehabt. Dem Tango scheint es hier oben zu gefallen. Wir sind ja einig. So, jetzt sind wir gleich ganz oben, dann müssen wir die zweite Analyse hinkriegen. Scheiße, die hängen hier alle. Das mit dem Randschleichen und Umlegen hast du besser drauf als ich. Na klar. Du bist ja auch nicht gerade der stille Typ, KK. Das sagen Freunde zu mir auch, dass ich dich sneaken kann. Wo ist hier der höchste Punkt? So, und jetzt habe ich es hier schriftlich bekommen. Jetzt räumen wir hier erstmal auf, oder? Mal drei. Zu weit weg, zu weit weg, zu weit weg. Bin gerade im Kampf, da kann ich nichts nehmen. Verdammt! Kein Stress, du schaffst das. Ich hab doch keinen Stress, ich komme nur diese scheiß Morden hoch. Kommen die auch näher? So nett, hier halt da hoch zu fixen. Jetzt. Meine Herren, das war. Was jetzt nicht? Schlecht. Nicht da. Plattform hier drüben aus. Nette Aussicht. Echt schönes Plätzchen.
Dann lass uns den Mond mal analysieren. Wir konnten in der letzten Zeit gar nicht den Mond bewundern. Ja, die Pause tut gut. Wir sollten uns bei Ed bedanken. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Und weiter geht's. Oh. Kann ja nur das Gebäude da drüben sein, oder? Das hier oder das hier? Geronimo! Oh, das stürzt so ab. Und ich habe vergessen zu speichern. Oh oh. Oh oh. Was für diese Parade. Alle Materie, alle Höhlen sollen ins Nichts zurückkehren. Und mit ihnen auch die wandernden Seelen der Gefallenen. Jedoch, warum soll alles im Nichts enden? Warum glauben wir, sie könnten nicht gerettet werden? Ich strebe weder nach Macht noch nach Herrschaft. Ich strebe einzig und allein nach Erlösung. Erlösung für euch alle. Ich bringe Liebe. Alles, was... Hier oben sollte es klappen. Lass uns aufs Dach gehen. Ihr wandernden Seelen, kommt alle zu mir. Naja, die Parade läuft halt so durch, ne? Naja, ich wurde getroffen. So, wie komme ich jetzt da Blödsinn am schnellsten hoch? Die Fragen aller Fragen mal wieder. Da ist auf jeden Fall ein Lift. Ah, da ist die Treppe. Da ist sie doch. Wir müssen höher, näher an den Mond ran. Und auf die Box, oder? Ja. Jetzt schon außerhalb, gell? Wir müssen höher. Wieder schon höher. Da bei der Antenne, oder? So viele Leute. Oh, das ist das Gebäude da drüben.
frage ich mich, wie da ein Auto hinkommt. Hier sieht man den Mond gut. Zeit, als Gerät zu benutzen. Ed hat immer diese skurrilen Forschungen betrieben. Aber ohne diese Arbeit wäre jetzt bereits ganz Tokio in Nebel gehüllt. So merkwürdig das auch immer klingt, er weiß, was er tut. Damit hätten wir es. Schicke die Analyseergebnisse Ed. Der Mond sieht ziemlich gruselig aus. Im Gegensatz zur Sonne leuchtet er nicht von selbst. Also muss es einen Grund dafür geben, dass er so unheimlich wirkt. Oder wir machen uns viel zu viele Gedanken. Kann sein. Uns die Daten an Ed senden. Mal sehen, was dabei rauskommt. Vielen Dank, KK. Diese Messwerte bestätigen meine Annahme. Offenbar ist der Mond am Himmel tatsächlich Luna höchst selbst. Es gibt einige Abweichungen, aber sie halten sich im erwarteten Rahmen. Nein, einen Moment. Könnten die Werte innerhalb dieser Parameter liegen, weil sie meiner Annahme entsprechen? Könnte meine anfängliche Theorie zur Echtheit des Mondes ungewollt dazu geführt haben, dass sie sich bewahrheitet? Wenn wir annehmen, dass alles in dieser Welt einem Plan folgt. Dann? Aufgelegt. Ist anscheinend doch nicht mehr so dringend. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Das ist sein Job. Ja, nee. Gut. Aber gemacht. Der blutrunde Mond. So. Warte mal, bevor ich die einsammle. Warte mal, ich habe noch zwei Plätze frei oder nur einen? Nur aus Neugier. Wie sieht der Mond für dich aus? Wie ein frisches Ei auf Sobanudeln. So, vergiss den Mond. Abmarsch. Jawohl, zu Befehl. Gut, wunderbar, alles klar. Dann haben wir das auch und dann haben wir eigentlich die nächsten Missionen schon unmittelbar bei uns in der Nähe. Das wäre jetzt hier nochmal gewesen an der Baustelle. Dieses Gedönsheimer-Dingen. Aber wir gehen zur nächsten Nebenmission. Das verborgene Untergeschoss und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghostwire Tokyo. Ciao, macht's.